Nach den gestrigen US-Konjunkturdaten ist die Sorge da, dass die heutigen großen US-Arbeitsmarktdaten zu gut ausfallen, der Fed ein Alibi geben, damit weiter ganz böse auf die Bremse zu drücken. Das hat die US-Indizes gestern nach unten gebracht und wir wollen uns mal einige Szenarien anschauen, sowohl für diese Arbeitsmarktdaten als auch für die Indizes selbst, die an neuralgischen Punkten sind. Und ich denke nach wie vor, dass wir eine höhere Chance haben, dass wir eine Gegenbewegung sehen nach oben, keine Trendwende, keinen neuen Bullenmarkt, sondern eine Erholung innerhalb eines intakten Bärenmarktes. Aber es kann natürlich auch anders kommen, wir werden gleich sehen, aber schauen wir uns das Setup derzeit mal an. Diese Deutschen haben ja heute, glaube ich, Feiertag, Heilige Drei Könige, gell? In Norddeutschland weiß ja kaum jemand mehr, was das überhaupt ist, gell? Aber zurück zu den Märkten, meine Damen und Herren. ADP gestern besser als erwartet, über 200.000 Stellen, das war eine echte Überraschung. Allerdings, und das könnte etwas sein für die Bullen heute, die Lohnentwicklung, die Dynamik bei dieser Lohnentwicklung nimmt ab. Da werden wir heute sehr stark vor allem auch gucken müssen auf die Stundenlöhne. Dann haben wir die Erstanträge gehabt, deutlich besser, aber wie gesagt, kann verzerrt sein durch diese Ferienwoche zwischen Weihnachten und Neujahr. Aus dieser Zeit stammen ja die Daten weitgehend, dementsprechend ist das vielleicht nicht so super zuverlässig. Jedenfalls sehen wir, dass die Erwartung der Märkte, wo der Gipfelpunkt der Zinsen sein wird, über die 5%-Marke gestiegen ist. Und das ist dann immer Gift für die Risikoassets, also Gift für Aktien. Und wenn wir jetzt einfach mal anschauen, was da für ein massiver Kahlschlag passiert, all das habe ich gestern schon gezeigt, aber ich will es so als kleine Auffrischung nochmal bringen, wie viele Firmen jetzt in den letzten Tagen alleine in den USA angekündigt haben, Leute zu entlassen. Das passiert vor allem im Tech-Sektor, der natürlich während der Pandemie auch sehr, sehr viele Leute eingestellt hat, gar keine Frage, aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das dann eben auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durchschlägt. Hier nochmal die Schätzungen zwischen 130.000 und 30.000, wenn ich das richtig gesehen habe, die Schwankungen, aber die meisten so 200.000, 210.000, 190.000, Konsens ist 200.000. Arbeitslosenquote durchschnittlich gesehen bei 3,7% unverändert, aber vor allem die Average Hourly Earnings 0,4% zum Vormonat. Alles, was drunter ist, wäre für die Bullen ein Hoffnungszeichen, weil es eben zeigen würde, dass die Löhne doch nicht so stark steigen. Und wenn wir schon vom Arbeitsmarkt sprechen, hier sehen wir mal einen Vergleich zwischen den Financial Conditions, die sich in letzter Zeit ja wieder gestrafft haben. Die Aktienmärkte sind unter Druck gewesen, die Anleiherenditen sind wieder gestiegen und im Labor Market Surprise Index, also das, was vom US-Arbeitsmarkt an Daten kommt mit positiver oder negativer Abweichung von der Erwartung. Und wir sehen, das ist permanent positiv, was da passiert. Wir sehen also eine ziemlich große Lücke. Allerdings ist eben der US-Arbeitsmarkt oder sind Arbeitsmarktdaten generell Lagging Indicators, nachlaufende Indikatoren. Der Arbeitsmarkt reagiert relativ spät. Wir sehen die richtigen Frühindikatoren aus der Tech-Industrie, die reagieren schon, die bauen deutlich Stellen ab. Aber hier wird sich eine Lücke schließen müssen. Wir werden vielleicht heute schon den Beginn des Narrativs in Frage gestellt sehen, ob wirklich dieser Arbeitsmarkt in den USA so gesund ist. Aber das Bureau of Labor Statistics mit seinen Statistiken, mit seinen Seasonal Adjustments ist praktisch unberechenbar, muss man leider sagen. Dementsprechend ist da jede Glaskugel komplett überfordert, wenn da sehr, sehr merkwürdige Berechnungsgrundlagen teilweise der Fall sind. Wir dürfen nicht vergessen, jede Stelle, wenn jemand 2 Stunden die Woche irgendwo arbeitet, das ist eine neue Stelle. Das ist ja letztendlich praktisch keinerlei Aussagekraft. Wichtig wären Vollzeitstellen etc. Wäre also die faktische Lage am Arbeitsmarkt, die durch diese Arbeitsmarktdaten nur unzureichend wiedergegeben wird. Es gibt ja diese Abweichung, wie die Philadelphia Fed gezeigt hat, zwischen den eigenen Daten, die der Fed vorliegen, und den Daten, die letztendlich vom Bureau of Labor Statistics ermittelt werden. Und diese Abweichungen sind extrem. Wir werden sehen, wie sich das Ganze auflösen wird. Hier jedenfalls die Small Businesses, die sagen ganz klar, wir stellen mal Pläne zurück, Leute einzustellen. Hier sagt man ganz klar, also wir sind so ein bisschen skeptisch, was die Zukunft der US-Wirtschaft betrifft. Und das ist sozusagen eine gewisse Frustration, die hier der Fall ist.
Vor allem die Arbeitskosten sind natürlich ein Riesenproblem. Labor Quality ist ein Problem. Man kriegt also vor allem qualifizierte Leute nicht. Und genau das ist das Thema. Wie gesagt, wir werden heute mal schauen, wie diese Daten ausfallen. Diese Non-Farm Payrolls sind wirklich ganz, ganz schwer zu berechnen. Revisionen der Vormonate, Stundenlöhne, das wird heute im Vordergrund stehen. Kommen wir zu den Märkten. Hier sehen wir die US-Indizes mit Verlusten, etwas stärker noch beim Nasdaq. Bei den Sektoren interessanterweise Utilities und Real Estate ganz hinten, also eigentlich defensive Sektoren, dann aber auch Technology sehr schwach, Energy eigentlich ein Sektor, der von Konjunkturoptimismus lebt, denn Öl und Gas zum Beispiel sind da ja ganz bedeutende Komponenten. Wenn die Wirtschaft absäuft, dann wird weniger Öl und Gas konsumiert oder verbraucht. Dementsprechend ist das schon ein bisschen merkwürdig. Hier spielt man offenkundig schon die China-Öffnung ein bisschen. Auf der anderen Seite sehen wir Materials, Industrials im Minus. Also so richtig klar ist das Bild hier nicht. Goldman Sachs, die immer für einen guten Joke zu haben sind, die haben jetzt gesagt, wir sind nach wie vor in einem Umfeld, wo gute Daten schlechte Daten sind. Jetzt aber kommen wir in ein Umfeld, wo ganz schlechte Daten auch wirklich schlecht sind für Aktien. Das ist eine interessante Erkenntnis. Dementsprechend sei das Risiko heute für die US-Arbeitsmarktdaten auf der Unterseite angesiedelt. Ich denke, ja, das müsste man dann differenzieren vielleicht. Ich denke, dass Tech-Werte eher davon profitieren würden, wenn nämlich die Daten schlecht reinkommen, wirklich schlecht reinkommen, würden die Renditen für US-Staatsanleihen fallen. Das würde dann wiederum tendenziell den Tech-Werten helfen, aber vielleicht eben den Value-Aktien, den konjunktursensitiven Aktien, den Zyklikern, die würde das wahrscheinlich ein bisschen belasten. Schauen wir uns mal die sogenannte Heatmap an, der Aktien in den USA, von denen gestern Leon Cooperman interessante Aussagen getätigt hat in einem CNBC-Interview. Er hat gesagt, wir haben es weniger mit einem Aktienmarkt zu tun als mit einem Markt von Aktien. Und hier gibt es interessante Gelegenheiten, auch in einem Bärenmarkt zweifellos. Wir sehen aber, dass die Dickfische vorwiegend auf die Mütze bekommen haben. Eine Microsoft 3%, eine Google 2%, eine Amazon über 2%, die heißgeliebte Tesla knapp 3%. Apple hielt sich noch am besten mit einem Minus vor. Von gut 1%. Achten Sie mal auf UNH, das ist United Health, die am stärksten gewichtete Aktie. Auch die ist zuletzt unter Druck, scheint ihren Aufwärtstrend zu brechen, was darauf hindeutet, dass vielleicht diese Outperformance des Dow Jones und der Value-Indizes generell vielleicht zum Ende kommen könnte. Schauen wir uns, oder wir haben uns gerade angeschaut, die Heatmap, die großen Tech-Aktien waren es, die vorwiegend gestern Druck ausgeübt haben. Jetzt gucken wir uns hier mal den S&P 500 an mit dem Vergleich der Advanced Decline Linie. Also wie viele Aktien steigen, wie viele fallen. Und wir sehen, wir haben tendenziell eine ansteigende Zahl von Aktien, obwohl der Index S&P 500 fällt, weil eben vor allem die Schwergewichte wie Microsoft, wie Apple, wie Amazon, weil die eben diesen Index ein bisschen drücken. Wenn wir uns den Bullish und Bearish Signals anschauen, dann sehen wir, dass nach wie vor hier diese Aufwärtstrendbewegung im unteren Chart gegeben ist. Die kann dann nochmal kippen, könnte dann nochmal runtergehen. Und dann solche Szenarien haben wir immer wieder gesehen. Aber wir sehen eben auch oft, dass dann etwas nach oben kommt. Das wäre eine Indikation für eine Bewegung nach oben, weil wahrscheinlich die Arbeitsmarktdaten enttäuschen, wenn das so käme. Aber wir sind, wie Sven Henrik an einem Nasdaq-Chart hier zeigt, beim NDX, an einem neuralgischen Punkt eines Aufwärtstrends. Wenn Sie da aber oben mal gucken, wo unter at the cusp NDX steht, hier sehen wir mal die neuen Hochs, neue Tiefs. Dann sehen wir, dass auch hier sozusagen diese Schwäche des Index eigentlich nicht begleitet ist von einer Masse von Aktien, die irgendwie auf neue Tiefs fallen würde. Wir sind jetzt, was den S&P 500 betrifft, unterer Chart in einem Triangle. An der unteren Begrenzung, ja, das kann natürlich nach unten gehen, keine Frage. Hier unten im unteren Chart sehen wir mal, was dann passiert, wenn wir zum Beispiel dann unter die 3790er Marke fallen. Nächstes Ziel wäre dann 3765 und wenn die bricht, dann würde es in der Tat nach einem ziemlichen Abverkauf aussehen. Auf der anderen Seite sehen wir im Stundenchart eine potenzielle
inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, ein bisschen Chartechnik hin und her, sicherlich, aber man muss ja Risiken und Nebenwirkungen, Chancen etc. ein bisschen mal sondieren. Und hier sehen wir schon, welches Blutbad insgesamt ja angerichtet wurde, mit Änderung vor allem der Geldpolitik. Hier sehen wir Silvergate Capital, eine Kryptobank, die sehr stark vernetzt ist eben mit anderen Kryptounternehmen. Hier ist der Kurs massiv eingebrochen, hat 90% verloren. Also hier sehen wir, wie in diesem ganzen Kryptosektor die Dinge schlimm laufen. Genesis Global Trading entlässt jetzt auch 30% seiner Leute. Gestern auch wieder massenweise Ankündigungen von irgendwelchen Entlassungen, nicht nur im Krypto, sondern im Tech-Bereich generell. Unten sehen wir etwa Bed Bath & Beyond, keine Tech-Aktie, sondern so Bad, Zubehör etc. etc. Eines der Meme-Aktien, die gehypt wurden mit AMC, mit GameStop und diesem ganzen Quatsch, der hochgejubelt wurde, hochgejazzt wurde von einer unerfahrenen jungen Generation, die glaubte, sie würde damit nicht nur Rache üben sozusagen an der bösen Wall Street und damit die Sache der Gerechtigkeit vertreten, sondern eben eine Zukunft in diese Werte hineingedichtet hat, die von Anfang an nicht da war. Ich war da immer relativ klar, habe mich diesem Hype genauso entzogen wie jetzt diesem grünen Mainstream-Hype am deutschen Klimawesen. Wird die Welt genesen? Das sind für mich ganz ähnliche Phänomene einer Massenpsychologie, die sich auf der Seite des Guten wähnt, aber faktisch eben nicht wirklich so richtig gut ist, wenn man genauer hinschaut. Jedenfalls sehen wir, dass es da richtig kracht jetzt bei Bed Bath & Beyond. Das wird viele jetzt richtig getroffen haben, die viel zu teuer eingestiegen sind, ob bei Bitcoin, bei AMC, GameStop oder wie sie alle heißen. Ich will jetzt Bitcoin nicht mit Bed Bath & Beyond etc. vergleichen, aber es zeigt eben diese Manie, dieser Meme-Aktien. Und wer hat davon profitiert? Der Hedgefonds, der vor allem dann die Daten der Market Maker gekauft hat, nämlich Citadel. Die haben sich die Taschen voll gemacht derjenigen, die meinten, die Zukunft wird durch diese etwas halbgaren, unprofitablen, meist unprofitablen Meme-Aktien bestimmte Werten. Also hier sehen wir, wie das wieder geendet ist. Es ist ein bisschen traurig, aber die Menschheit wiederholt ihre Fehler immer wieder und lernt nichts daraus. Das ist leider der Fall und das gilt auch gerade jetzt für das Jahr 2022. Wir sehen, dass zwar Shortseller netto 300 Milliarden Dollar an Gewinn verbuchen konnten, aber es wurde weniger geschortet im Jahr 2022 als im Jahr 2021 und wir wissen, dass das Jahr 2021 für Shortseller durchaus sehr anspruchsvoll gewesen war, im Gegensatz zu 2022. Also wir sehen, es ist eben schwer, sich gegen den Konsens, gegen den Mainstream zu stellen. Das gilt auch für die andere Meme-Aktie Tesla. Jetzt wurde heute Nacht bekannt, dass Tesla die Preise vor allem für seine Fahrzeuge in China sehr, sehr deutlich senkt. Dass die China Deliveries, also die Exporte der in China produzierten Teslas, auf 5 Monatstief sind, 44% runtergegangen sind. Also wir sehen, das wird jetzt immer schwieriger für Tesla. Die Konkurrenz in China bei Elektrofahrzeugen wird immer größer. Die Chinesen können auch Elektrofahrzeuge sehr gut bauen. Sie können weniger gut Verbrenner bauen. Das können die Deutschen sehr gut. Aber das wollen sie nicht mehr. Gut, ist wie es ist. Und kommen wir jetzt noch zur Fed. Hier sehen wir interessante Aussagen gestern von James Bullard, der ja bald nicht mehr nicht mehr stimmberechtigt ist im Jahr 2023, und er hat seltsame Sachen gesagt. 2023 könnte ein disinflationäres Jahr werden. Aha, deswegen muss man die Zinsen weiter anheben. Er sagt aber auch, wir sind noch nicht genau da, wo wir hinwollen, um ausreichend restriktiv zu sein, aber wir kommen näher. Okay. Also wir sehen, das sind latent dovische Aussagen, das hat den Märkten gestern noch mal geholfen. Er hat dann im späteren Verlauf des Tages auch mal wieder hawkischere Dinge gesagt, aber sei es drum, insgesamt sehen wir, und diese Sprache ist sehr, sehr klar, das ist die Inversion der Zinskurve zwischen der 10-jährigen und der 3-monatigen US-Staatsanleihe. Da sind wir jetzt bei 100 Basispunkten, 1%, das heißt, wer eine 3-monatige Staatsanleihe hat, der bekommt mehr Rendite als wer eine 10-jährige US-Staatsanleihe hat, und zwar deutlich mehr, und das zeigt, dass die Märkte eine Rezession erwarten. Hier sehen wir, so invertiert war diese Zinskurve seit den frühen 1970er Jahren nicht mehr, also seit 50 Jahren. Das deutet darauf hin, die Rezession kommt. Hier wird auch vor dem Arbeitsmarkt in den USA eben keinen Halt machen, und Rezession ist das richtige Thema. Vermutlich ist die
Wirtschaft in China, wenn wir jetzt mal die Seiten wechseln, im vierten Quartal bereits geschrumpft. Deswegen die Änderung der Corona-Politik seitens Xi Jinpings. Deswegen jetzt der Versuch im Grunde, das zu retten, was nicht mehr zu retten ist, nämlich die geplatzte Immobilienblase in China. Jetzt werden wir die sogenannten drei roten Linien, diese drei rote Linien-Politik, das waren restriktive Maßnahmen, um Übertreibungen am Immobilienmarkt in China zu verhindern. Die will man jetzt aufgeben. Also man will sozusagen das abschaffen, was die Umkehr am Immobilienmarkt, der ohnehin eine massiven Blase war in China, verursacht hat. Aber ich kriege die Nachfrage trotzdem nicht wieder hergezaubert. Das ist das große Problem beim Platzen von Blasen. Wenn sie mal geplatzt sind, kann ich machen, was ich will. Die Nachfrage ist nicht mehr da. Die will ich nicht mehr so herstellen können, um letztendlich das Ganze wieder irgendwie aufzustellen. Deswegen will man jetzt zum Beispiel Immobilienvermarktern und Maklern will man die Provisionen kürzen, damit die Käufer günstiger an diese ganze Geschichte rankommen. Die Kreditkonditionen, die Short-Term-Funding-Kosten für Banken gehen zurück, weil man eben erwartet, dass die Zentralbank weiter stimuliert. Also die Chinesen sind schon voll im Stimulus-Modus. Das ist der Punkt. Die Fed steht noch voll auf der Bremse. Eine interessante Divergenz. Und wenn wir jetzt nach Europa kommen, wir haben heute wunderbare, in Anführungszeichen, Industrieaufträge aus Deutschland gesehen. -5,3% zum Vormonat. Vor allem aus dem Ausland ist die Nachfrage gesunken. Das zeigt, dass die Lage hier durchaus schwierig ist. Das Handelsblatt titelt oder schreibt, dass die deutsche Volkswirtschaft steht vor großen Herausforderungen, die nur mit Wachstum zu bewältigen sind. Doch eine Strategie dafür ist nicht in Sicht. Doch, die Strategie ist mehr Staat. Die Strategie ist mehr letztendlich Subvention durch den Staat. Mehr Vorgaben, was wie zu sein hat im Sinne der CO2-Neutralität. Das wird natürlich hundertprozentig gut gehen, es sei denn, es geht nicht gut. Ich glaube, da ist jemand schon in den Startlöchern mit einem sächsischen Akzent, der da vielleicht drüber mal etwas sagen wird bald. Jedenfalls heute haben wir auch um 11 Uhr die Daten zu den Verbraucherpreisen, die frischen Daten aus der Eurozone. 9,7% durchschnittlich erwartet nach 10,1% im Vormonat. Christoph Barrot, der beste Prognostiker, den Sie vielleicht auf diesem Planeten finden, der sagt, wir sehen wahrscheinlich eine Zahl, die niedriger sein wird als die Erwartung. Okay, das dürfte sich auch weiter abzeichnen. Abschließend noch zwei Artikelempfehlungen. 14 DAX, reicht die Puste für weitere Ziele auf der Oberseite? Der DAX ja außerordentlich sportlich unterwegs. Derzeit erste Empfehlung und zweite Empfehlung. China öffnet sich. Warum steigen die Rohstoffpreise nicht wirklich? Gestern Kupfer mal gestiegen, aber insgesamt doch ein bisschen enttäuschend. Warum das so sein könnte, erfahren Sie in diesem Artikel. Zwei Artikelempfehlungen, 14:30 die US-Daten. Reinschauen bei Finanzmarktwelt und natürlich heute Abend zum Markeflüster. Ich sage Servus und Ciao.